Studie dann die Kostenaussage macht, die müssen sicherlich aktualisiert werden, weil man sich im Einzelnen anschauen muss, wie Netzverbindungen überhaupt aussehen müssen, welche Kapazitäten wir sprechen. Und auch nein, die Frage, wer es finanziert, im Einzelnen ist nicht geklärt. Eins ist klar, es werden alle Stromverbraucher in Summe sein, ob über Steuerzahlungen oder über den Strompreis am Ende. Wenn so etwas käme, müssen alle gemeinsam bezahlen. Also die Kosten der Stromnetze werden immer überschätzt, gerade der großen Übertragungsnetze. Nur 15% der Netzkosten in Deutschland sind Übertragungsnetze. Der meistens größte Teil der Verteilnetze sowieso braucht dezentral hin oder her. Und auch, wenn man Länderteil europaweit denkt, die Netzkosten, bis wenn man sie im absoluten Zahlen anguckt, kommen sie einem sehr groß prozentual am Teil der Energieerzeugung oder der Gesamtenergiekosten, sind sie ein sehr geringer Teil. Das wollte ich nochmal einnehmen. Also wir haben nach den CSP-Studien, die ich hier vorgestellt habe, auch weitergearbeitet und inzwischen haben wir eine Studie gemacht für Access für Energiekorridore nach Europa. Da haben wir alles Mögliche untersucht, Gaspreisschein, Öl und Solarstromimport. Und da haben wir tatsächlich die ersten Korridore entworfen, also ökologisch, ökonomisch optimierte Korridore identifizieren können und auch die Kosten. Das ist im Internet. Wenn Sie mich nachher ansprechen, gebe ich noch die Internetadresse, wo man den Bericht hinterladen kann. Ja, zu den Kosten könnte ich jetzt auch was sagen. Ich mache es auch ganz kurz. Der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland und in aller erneuerbaren Energien von 2000 bis 2010 würde ungefähr dasselbe, hat dasselbe an Kosten ausgelöst, wie es kosten würde, den 15%-Anteil bis 2050 von Desertec beizusteuern zum deutschen Energiesystem. Es gibt da keinen Kostenvorteil oder Nachteil zwischen Desertec und auch Ausbau in Deutschland. Nee, alle erneuerbaren Energien. 13% Zuwachs hatten wir bei den Erneuerbaren von 2000 bis 2010. Und bis 2050 wird Desertec 15% und da sind 100 Milliarden Kosten, wenn man es auf Deutschland runter. Der Ausbau der Erneuerbaren 2000 bis 2010 waren 96 Milliarden Euro an Investitionen. Ich finde, Herr Dr. Nitsch hat das Recht, ein Statement abzugeben. Er ist der Vater der gesamten Energie-Szenarienberechnung in Deutschland. Ohne ihn gäbe es diese ganzen Szenarien vom Umweltbundesamt etc. nicht. Und ich sage mal so, Sie haben ja gesagt, Optionen ab 2030 schauen, ob wir das brauchen zur sicheren Energieversorgung in Europa, die erneuerbaren Energien aus der Wüste. Da könnte ich mich mit Ihnen darauf einlassen, dass man 2030 neu guckt, aber erstmal die Strategie fährt. Wir gucken, dass die Länder in Nordafrika es schaffen, aus eigener Kraft ihren Energiebedarf aus erneuerbaren Energien zu decken und endlich von diesen horrenden Devisenzahlungen für den Energieimport wegzukommen, die ländlichen Räume dort auch zu entwickeln, denn der Verstädterungsprozess in Nordafrika hat ja immens damit zu tun, dass die Stromversorgung nur in den Großstädten gewährleistet werden kann, weil da über Land zu teuer ist. Da brauchen wir ja dezentrale Einheiten für den ländlichen Raum. Und gleichzeitig in Europa schauen, ob wir das zum Beispiel zusammen mit Norwegen alleine hinbekommen und 2030 eine neue Bestandsaufnahme machen und dann gucken, brauchen wir diesen Austausch mit teuren Netzen oder brauchen wir ihn nicht. Aber lasst uns diese Perspektive doch erstmal komplett rausnehmen. Entwickelt den nordafrikanischen Raum, unterstützt dort mit Technologietransfer, mit Forschung, mit anwendungsorientiertem Aufbau von erneuerbaren Energieanlagen, machen wir doch ein ganz großes Entwicklungsprogramm für Nordafrika, um deren Kräfte zu stärken und gleichzeitig bei uns den Ausbau und schauen, 2030 kriegen wir das muss zusammenpassen oder kann ich sozusagen wohl die Netze getrennt werden. Jetzt hatte ich ganz hinten links noch eine Runde. Mein Name ist Bernhard Gesang, Professor für Wirtschaft, Ethik an der Universität Mannheim. Ich möchte den letztgenannten Aspekt gerade aufgreifen. Wie sieht die Situation für Nordafrika aus? Ist es für Nordafrika einfacher, den Wechsel zu erneuerbaren Energien zu schaffen aus eigener Kraft? Oder können sich gerade durch die Gelder, die eventuell
für exportierte Energie bezahlt werden. Diese Energie werden viel einfacher dort verstanden gehen. Beziehungsweise durch Nordafrika das Kapital der Wärme bewegt sich jetzt meistens noch fossil, die Energieversorgung dort. Das Kapital her, um dort eine Energiewende zu schaffen, wirklich gerade die Massenproduktion, diese Skaleneffekte, die wir vorhin schon von Herrn Nackert gehört haben, dort die Sache erleichtern. Erste Frage, also das, und zweite Frage, woher kommt eigentlich diese Zahl 15% bis 2050? Sie können sich ja vielleicht auch vorstellen, es gibt ja so Szenarien, dass auf wenigen 100 Quadratkilometer in Nordafrika der Energiebedarf der ganzen Welt gedeckt werden können. Also woher kommt diese Zahl? Herr Kohl, das Wort jetzt ins Boden gebe, würde ich gerne noch Sie nehmen und dann eine Bonusrunde machen und dann zum Abschluss kommen der ersten Runde. Thorsten Hoffmann, Frau Stuttgart, Steinert Konzertchen. Ich habe eine Frage, die ich anknüpfen will an die Erfahrung. Ich habe gestern diese Schlichtung mir auch angeschaut, was dort bei Stuttgart 21 ein großes Problem ist für die Stuttgart 21 Betreiber ist, dass es ein ganz oder gar nicht Projekt ist. Das heißt, es ist ein Riesenbrocken und entweder nimmt man den oder eben nicht. Der Vorteil von K21 ist, das sind verschiedene Komponenten und die kann man einzeln ausbauen oder eben nicht. So. Das geht darum, das zu motivieren. Desertec wird dargestellt mit der Zahl 400 Milliarden Euro und wird dargestellt als ein großes Investitionsprojekt. Das halte ich für gar nicht schlau, weil genau dann die Vermutung auch kommt, dass die großen EVUs sich das schnappen wollen, die Märkte zumachen wollen und. Deshalb mein Vorschlag oder auch meine Frage, wie weit entwickeln Sie kleine Bausteine, kleine Beispielprojekte, von denen man dann auch sagt, guck mal, das ist doch ein tolles Beispiel, das macht man jetzt weiter. Also man kann eine kleine Versorgungsleitung von Nordafrika nach Spanien planen und. Also diese Frage würde ich gerne stellen. Herzlichen Dank, Herr Marco. Ich mache es kurz. Die Marokkaner selbst geben Ihnen die Antwort. Der Herr Botschafter wird bestätigen können. Die Marokkaner haben jetzt eine erste 500 Megawatt Kraftwerksscheibe ausgeschrieben, beziehungsweise befinden sich im Ausschreibungsprozess. Es haben sich insgesamt weltweit 19 Konsortien aus unterschiedlichen Unternehmen dort beworben. Es werden keine 500 Megawatt gebaut werden, sondern eine kleine Einheit. Aber es wird eine nennenswert große Einheit, vermutlich Solarthermie, vielleicht auch Photovoltaik, dort erstellt werden. Eine Wüste von Marokko. Und um einmal das Thema große Energieversorger Deutschlands auch zu listen, von denen ist nämlich keiner an dieser Ausschreibung beteiligt. Das sind internationale Unternehmen, zwar 6 insgesamt aus unserem Konsortialkreis, aber das sind alles Hersteller von Anlagen oder Projektentwickler. Und nicht die große Energieversorger. Der einzige, der sich darauf besorgen hat, ist die Enel aus Italien. Alle anderen sind nicht dabei. Ansonsten finden Sie Japaner, Amerikaner, wie ich das schon alles erwähnt habe, dort in diesem Ausschreibungsverfahren. Die Amerikaner machen das ausgesprochen gut. Sie haben enorm viel Kapital angezogen, auch aus der ganzen Welt. Die Weltbank, die KfW, die EIB, alle, wie sie heißen, werden das Projekt finanzieren und werden ein erstes Projekt dort realisieren können. Natürlich mit gesonderten Konditionen, dadurch wird es entsprechend preiswert finanziert. Und ob es dann dazu führt, dass man eine Entwicklung auf der Kostenschiene hinbekommt, so wie ich das vorhin aufgezeichnet habe, das muss man abwarten. Und das ist sicherlich ein ganz kritischer Punkt. Das würde voraussetzen, dass die Weltbank insbesondere, aber auch andere weltweite Banken, günstige Kredite weiterhin zur Verfügung stellen. Da muss man also schauen. Insofern, es fängt klein an, aber es ist vielversprechend, dass das in der Form als Marokko sozusagen Nukleus weiter sich entwickelt. Es gibt ähnliche Projekte, Vorhaben übrigens in Tunesien, in Jordanien, in Ägypten, auch die Algerier haben einen ersten kleinen Teil gebaut. Also das zieht sich jetzt wie so eine Kette durch das ganze afrikanische Gebiet. Die 15%, um das letzte zu sagen, die kommen jetzt von wieder her, weil ich weiß, was der erste Studie ist. Das Allerwichtigste ist, dass hier in kleinen Schritten vorangegangen wird auf Augenhöhe, die Partner miteinander sprechen und hinterher die Projekte durchführen können, also Nordafrika das gleiche Gewicht hat wie Desertec mit den Konzernen an Bord. Denn heute ist doch die Situation so, dass in Afrika überwiegend Konzerne herkommen, Rohstoffe aus dem Land, ich sage mal ein drastisches Wort, herausräubern,
Verarbeitung dieser Rohstoffe in Europa stattfindet, da wo die Arbeitsplätze ja für Nordafrika eigentlich auch bestehen könnten, nämlich in der Verarbeitung von Rohstoffen. Das heißt, um mit den Worten von Hermann Scheer zu sprechen in seinem neuen, kurz vor seinem Tod herausgekommenen Buch, der energetische Imperativ, was zu dieser ganzen Thematik äußerst lesenswert ist. Wir brauchen nicht Desert Tech, sondern eine Desert Economy, die die Länder Nordafrikas selbst in die Lage versetzt, durch Unterstützung, auch da, wo sie notwendig ist, durch Stärkung eigener Kräfte, mit ihren Rohstoffen selbst umzugehen und die als ihr eigenes Kapital auch zu verwenden und nicht die Konzerne zu ermächtigen, dort hineinzugehen und sich die Rohstoffe herauszuholen. Also zum Thema Ausbeute und Kolonisierung, das ist mit Sonnenenergie nicht möglich, weil Gas kann man rausholen, das ist dann weg, Kohle, Diamanten. Mit Sonnenenergie geht das nicht, schlicht und einfach. Man kann sie nur nicht rausholen und das ist die einzige Form, so Land praktisch runterzuhalten, indem es nicht in die Lage versetzt wird, diese Energiequelle zu erschließen. Und das ist das eigentlich Wichtige. Die Kostengesichtspunkte, hätten wir keine erneuerbaren Energien. Und wenn wir gewartet hätten, bis die Windenergie vollwirtschaftlich ist, bevor wir die Photovoltaik entwickeln, hätten wir keine Photovoltaik. Wir müssen diese Dinge gleichzeitig angehen, gleichzeitig auf den Weg bringen. Und wenn dann zum Beispiel die Windenergie an ihre natürlichen Leistungsgrenzen stößt, dann haben wir die andere Option, um sie zu ergänzen. So geht das Ganze und nicht anders, nicht warten, bis irgendwas anderes gemacht ist. Wir müssen viele Dinge gleichzeitig machen, wir sind ja auch 6 Milliarden Leute schon. Warum sollten wir auf irgendwas warten? Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Auch noch kurze Antworten und anmerkende Fragen. Die letzte ganz oder gar nicht Geschichte, Sie haben recht, Michael hat sich ja auch gesagt, das ist ein weiterer Schritt in einem guten Konzept, aber eben ein weiterer Schritt und nicht ein ganz oder gar nicht. Wir versuchen natürlich auch den Netzausbau Schritt für Schritt anzugehen und nicht vielleicht gar nicht nach Stück an Bolivien sehen. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann auch ankommen. Zu der Frage mit Marokko und indigenen Unterstützung. Also ich teile die Ansicht, dass wir eher beide Länder oder beide Kontinente profitieren von dem Austausch und nicht einer das andere ausbeutet, zumal es wirklich Platz gibt. Also es ist nicht so, dass nicht viel zu sagen von Nordafrika. Ich finde aber auch, dass wir vielleicht manchmal sehr so diskutieren, das war in Deutschland wahnsinnig wichtig in Marokko. Also da laufen ganz andere Projekte in ganz anderen Größenordnungen mit Geldern, zum Teil aus arabischen Staaten. Die warten nicht nur auf uns, dass wir da irgendwas machen, sondern ich glaube, Herr Botschaft, da gab es aus eigener Kraft und mit anderen Partnern ist auch schon jede Menge gegangen. Nochmal ganz kurz zur EEG. Ich teile voll und ganz Ihre Einschätzung, dass wir eine ganz harte Debatte zum EEG kriegen werden, dass wir verpflichtend darauf vertrauen, dass wir das wieder Ding halten, und zwar in einer vernünftigen Form halten. Hat aber meiner Meinung nach nichts mit Desertec zu tun. Die Debatte wäre genau der gleichen Karte da, wenn es Desertec nicht gäbe. Dann noch ganz kurze Anmerkung zu den Ergebnissen von Herrn Hohmeier. Ich habe hier bei ihm studiert und auch 5 Jahre für ihn gearbeitet. Ich kenne auch dieses Modell. Also diese Aussage, die rauskommt, dass es der Verbund mit Norwegen letztlich günstiger sei als in der nordafrikanischen Region, ist letztlich so ein bisschen auch ein lustiges Rechenergebnis darin, weil es eben in Norwegen sehr große, sehr günstige Speicherkapazitäten einfach schon gibt. Vergleich, wir haben 0,04 Terawattstunden in Deutschland, 87 in Norwegen, 0,04 in Deutschland. Und die sind da einfach. Wenn man jetzt sagt, man macht einen Verbund mit Deutschland und Norwegen, dann ist der Gesamtverbund eben günstiger, als wenn man einen ganz europäischen und afrikanischen macht, weil dann Deutschland allein diese wunderschöne Kapazität Norwegen nutzt und der Rest von Europa nicht. Das ist ja aber nicht der grüne Gedanke dahinter. Und als allerletztes nur noch mal den Appell von Herrn Nitsch voll und ganz unterstützen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass wir die Erneuerbaren nicht auseinanderdividieren lassen, dass wir auch nicht Speicher ausbauen, Netzausbau auseinanderdividieren lassen. Also wenn ich sage, warum nehmen wir nicht Speicher und nicht Netze? Wir brauchen beides, wir brauchen alle Erneuerbaren. 100% Erneuerbare, dickes Brett. Das ist eine super Aktion, das ist ein gutes Ziel, aber es ist nichts, was man einfach so kriegt, wenn man sich noch untereinander streitet. Lasst uns gemeinsam für Erneuerbare. Ich habe genug ein paar Formalien anzukündigen. Erstens, wir haben jetzt